Aha. Was zu futtern und Armbrustbolzen zum Fleisch zwischen den Zähnen wieder rauspuppeln. Und damit hallolerseits und willkommen zurück bei Dishonored 2. Hier ist wieder ein Haus, das heißt wieder schöne Sachen finden. War hier was drin? Eine Rune. Ist die jetzt weiter weg? Ne, wir sind doch näher ran, aber was soll denn hier in der Nähe sein? Eine Rune, die wir nicht auf dem Zettel haben. Ach, da hinten ist er. Okay. Wie komme ich da hin? Ich war ja schon fast da. Ist das ein Schwarzmarkthändler? Wie komme ich zu dieser Rune? Zum Schwarzmarkthändler bestimmt. Jupp. Willkommen. Sie scheinen einen ausgewählten Geschmack zu haben. Immer noch. Stinkt die so oder was ist los? Willkommen in meinem Laden. Also, ein Bekannter von mir soll sich in einem Büro versteckt haben, mit Blick auf das kaiserliche Konservatorium. Können Sie mal nachsehen, falls Sie dort sind? Ich würde es selbst machen, aber die Straßen sind gesperrt. Es springt auch was dabei raus. Ich kann mal machen. Gefällt Ihnen irgendwas? Alles, alles her damit. Willkommen zurück. Bitte, lassen Sie sich Zeit. Die Heulbolzen, ja. Und ein Magnetgeschoss. Statt kurzzeitig mechanische Soldaten. Geil. Wir haben doch drei Baupläne gefunden, ne? Mir sind die Blutfliegen schlimmer als in den anderen Bezirken von Kanaka. Und das hier war so ein blühender Bezirk. 1635, da haben wir ordentlich zugeschlagen. Brauchen wir... Die Granaten bräuchten wir eigentlich für den Fall der Fälle. Du hast zwei. Ich nehme eine mit, dann haben wir noch einen Platz zum Finden. Dann hole ich mir noch eine Rune. 400, ey. Aber es ist eine Rune. Hergenommen. Ausgezeichnete Wahl. Eine Tresorkombination. Der Cousin des Ladens. Der Cousin des Ladenbesitzers hat einmal eine Vorlesung in einem jetzt von Blutfliegen befallenen Gebäude besucht, direkt gegenüber vom kaiserlichen Konservatorium. Er kennt die Kombination des dortigen Tresors. Wird uns ja hoffentlich angezeigt, wenn wir da sind. Ansonsten Blutfliegen im Gebäude gegenüber des Konservatoriums. Ich kauf. Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Voll. Der Bezirk ist so ruhig, seit das Konservatorium geschlossen wurde. Brauchen wir alles nicht, den Rest. Betäubungsbolzen setzen wir nicht so oft ein. Dann nochmal bei den Verbesserungen angeschaut. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung Ihrer Sachen. Die Präzision erhöhen, die Reichweite der Bolzen. Schneller und weiter. Klingt verlockend. Noch schnelleres Nachladen? Einmal haben wir ja schon. Stechender Bolzen. Die Gegner fliehen lassen. Heulbolzen. Haben wir ja von gehört. Die Pistole. Das Nachladen. Ach, hier war das mit dem Nachladen, was ich verbessert habe. Das war bei der Pistole, nicht beim Bolzen. Es ist mir ein Vergnügen, eine so bei der reizende junge Dame im Laden zu haben. Du brauchst uns nicht Komplimente machen. Wir fallen nicht auf dich herein. Lädt noch schneller nach. Die Präzision. Oder einmal mehr Magazin. Oder das Magnetgeschoss. Bin ich für, weil die bereiten mir noch Kopfzerbrechen, die mechanischen Soldaten. Ja. Ohne das andere jemals angeguckt zu haben, ja. Dann würde ich auch gerne die Präzision erhöhen. Schau aber erstmal den Rest an. Was haben wir denn noch so? Die Linsenoptik. Mehr Knochenartefakte. Springminenkapazität. Bolzenkapazität. Kugelkapazität. Nee, brauchen wir alles nicht. Nicht unbedingt. Kennen wir schon? Haben wir schon? Narkominladung. Erst mit Corvo. Springminenreichweite. Nee. Dann die Präzision der Pistole. Weil die werden wir als Emily oft benutzen. Kunstwerke, die im Konservatorium eingesperrt sind, wo sie niemand sehen kann. Jupp. Was für eine Schande. Für 250? Nee. Sparen wir. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Mal sehen, was klebt denn da hinten? Hä? Ach hier. Oh, ein eingestaubter Wahltank. Nee.
Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Das ist eine Haftgranate. Wie kommt man da hin? Weiterer Kummer für Bewohner des Stadtbezirks. Willkommen zurück. Bitte lassen Sie sich Zeit. Ich glaube... Gibt er uns die Granate, wenn wir bei ihm waren? Da ist auf jeden Fall ein Riegel. Gibt es irgendeine Kraft, mit der wir Riegel öffnen können? Dürfte nicht der Fall sein. Aber hier muss man hinkommen. Denn ansonsten... Ist da hinten vielleicht eine Tür? Oder hat er bloß eben die eine Tür, die er verriegelt hat? Was für eine schöne Überraschung, Sie wiederzusehen. Wir machen gar nicht weg. Mal sehen. Vielleicht geht's auch oben rein. Wobei ich das bezweifle. Hier soll man nicht lang. Da ist auf jeden Fall Ende des Levels und oben kommen wir nicht hin. Mal gucken, was er macht, wenn wir ihm helfen. Ob er uns dann reinlässt. Oder ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Jetzt gehen wir erstmal ins Haus und gucken, was es hier für Geheimnisse gibt. Die nächste Rune sollte ich mir markieren. Bloß welche? Die uns am nächsten gelegen ist. Das wäre dann die da. Aber jetzt schaue ich erstmal im Haus nach, was es hier so gibt. Alles nur zum Tragen. Können wir die Post mitbringen, wenn wir gerade nach oben gehen? Ne, die lasse ich mal zu. Wer weiß, wozu das gut ist. Ich bleibe hier dennoch mal in der Hocke. Wer weiß, ob hier Wachen rumlaufen. Könnte ich zwar einfach umbringen, aber... Hier schwätzt doch irgendwer. Hier muss irgendwas noch nichts Markiertes sein. Kann man hier irgendwo rein? Ja. Boah, die Nachtsicht muss ich auch noch irgendwann verbessern. Was, sitzt der mit auf dem Stuhl? Geht so nicht auf? Dann speichere ich erstmal. Dann geht's wahrscheinlich über den Balkon wieder rein. Fleischeintopf? Wäre ich dabei. Gibt's irgendwelche geilen Bilder, die man einsacken kann? Das Haus ist ja bisher ziemlich ausgenommen. Wir haben hier noch gar nichts gefunden. Eine Zeitung, toll. Schließung des Konservatoriums verlängert. Kommt mir bekannt vor. Da ist wieder eine Tür. Ist das ein Balkon? Nee, es ist Straße. Geht's noch höher oder ist da jetzt gleich versperrt? Och, ich dachte, da wäre jemand, so bloß ein Ventilator. Da steht einer. Hier oben ist wieder Ende. Dann geht's über draußen da rein. Wegen mir kann's losgehen. Was auch immer. Bin bereit. Zwei. Kommt der eine das mit, wenn wir den einen oder die eine holen? Oh Gott. Ich geh mal ran. Hier stinkt doch was. Du. Aber ich muss es nicht wegmachen. Solange ich es noch einfach haben kann. Warum nicht? Und durch Glastüren oder Glasfenster können sie nicht durchschauen. Das weiß ich ja mittlerweile. Jetzt mache ich hier schon leicht einen auf Corvo. Das sieht natürlich aus, ne? Ich würde meinen, ja, guck mal, wie sauber ich den hingesetzt habe. Der pennt doch bloß. Der schnarcht, das ist alles andere als verrottend. Ist die jetzt weg? Nee. Da ist noch jemand am Balkon. Es werden immer weniger. Keiner bekommt es so wirklich mit. Finde ich gut. Aber... Die Wachen haben doch schon mal in der Vergangenheit mitbekommen. Ach, falsch. Die haben dann in der Vergangenheit schon mal mitbekommen, wenn jemand von ihren Kumpels gefehlt hat, ne? Die sind auf schwer nämlich mal gar nicht mal so doof. Die bekommen ja sogar mit, wenn die Türen offen sind, die vorher zu waren. Wenn hier noch einer ist, Pech. Dann wären wir jetzt gesehen worden. Bisher haben wir... Ah doch, der Chaosfaktor ist schon verdammt hoch, weil... Zu Beginn habe ich ja richtig zugelangt. Die eine Wache und dann haben die Arbeiter angegriffen.
Ja, kuschelt ihr beiden. Oh, er ist ein Gentleman. Okay, er ist kein Gentleman mehr. Er furzt auf die Frau. So, ein Schwein. Danke, danke, danke. Pistolenkugeln. Die Nachtsicht war auf der 2, ne? Ja. Das ist die Reichweite einfach nicht groß genug. Irgendwas stimmt doch nicht. Da braut sich was zusammen, das spüre ich. Redet er von seinem Magen? Boah, die Sicht ist ja echt etwas grenzwertig noch. Was haben wir hier so? Betrieb einer Windmühle. Windmühlenbetrieb. Das Ding erzeugt Strom. Macht dann wohl hier was aus. Ich gehe lieber an die Kante. Ist mir sicherer. Hm, Hebel ziehen. Ich hätte mir das mal durchlesen sollen. Also aus ist das Teil jetzt nicht, aber der Strom ist weg, ne? Hier oben war jetzt niemand, ne. Der Strom ist weg, hätte ich mir mal die Notiz durchgelesen, aber manchmal bin ich auch ein Let's Player, der einfach nur weiterspielen möchte und euch das Lesen überlässt. Wenn ich gänzlich für mich allein spielen würde, ich glaube, ich würde hier viel, viel langsamer spielen, weil ich mag das Spiel und hier gibt es so viele Möglichkeiten. Jetzt steht das Ding endlich. Das hat sich bloß noch ausgependelt. So, da unten waren wir. Und hier, wo kommen wir denn da hin? Das Büro. Aha. Und der Ratz da, oder wie? Ist da noch wer? Hier war doch eine Frauenstimme zu hören, ne? Oh, wenn die da ist, in dem Zimmer. Mal gucken, ausprobieren und überraschen lassen. Hier war doch noch eine Frauenstimme. Eine Pistole unterm Kopfkissen. Leider kein Bild dabei. Hier gibt's doch bestimmt noch ein Bild. Und Granaten. Na, jetzt habe ich einen zu viel gekauft. Aber deswegen habe ich mir einen Platz freigelassen. Nee, da wacht er auf. Ist das der... der Liam? Der Burns? Ich würde ihn gerne nicht nur schlafen lassen, sondern richtig schlafen lassen. Der schläft mit Maske. Komm mal her. Ist mir einfach nicht geheuer. Ich weiß nicht, ob ich wieder einen Mülleimer trete. Oder nicht, deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Guten Tag. Hier im Bett ist es doch schöner, wobei der Stuhl sieht, der Sessel sieht echt gemütlich aus. Na, wobei, gibt gemütlichere. Orden des Orakels, gespalten. Ach, das geht gar nicht zu lesen. Eine Tischuhr. Oh. 150 Münzen. Dankeschön. Eine Nachricht an den Aufseher. Aufseher Ogburn. Ich dürfte in ein paar Tagen wieder da sein. Sammle weiterhin Informationen über Brianna Ashworths Aktivitäten. Trotz des seltsamen Briefs der Ordensschwestern im Culero. Culero, ja. Normalerweise veröffentlichen sie keine Kundgaben, ohne absolute Gewissheit, aber ich weiß, dass ich wegen Ashworth recht habe. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie eine Bedrohung darstellt. Trotzdem haben die Heuler oberste Priorität. Dieser Konflikt mit Paolo könnte unseren Einfluss in Kanaka auf Jahre hinaus verringern. Denn werden wir hier womöglich den Paolo wiedersehen, dann bringen wir ihn ein zweites Mal um. Brianna Ashworth. Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Eine Weile dachte ich, Ashworth hat eine Verbindung zu den Okkulten in Kanaka. Hier geschieht etwas, das ich nicht verstehe. Die Aufseher repräsentieren den Orden. Aber genauso wichtig sind unsere Schwestern des Ordens des Orakels. Ganz offen, ich glaube, an ihrem Orden ist was faul.
Subtile Änderungen der Arten ihrer öffentlichen Kundgaben. Beunruhigende Abweichungen von der Tradition. Aber das öffentlich auszusprechen, bringt mir eine Anklage als Ketzer durch meine Rivalen im Orden ein. Hat Ashworth vielleicht den Orden des Orakels infiltriert? Vizeaufseher Byrne denkt also, dass Ashworth den Orden des Orakels beeinflusst. Wenn das stimmt, ist das ein Grund mehr, sie auszuschalten. Der Byrne ist dann doch einer von den gar nicht mal so schlechten, wie es scheint. Historia Douglas Harvickless von Orden des Orakels. Gar nicht so viel Text, aber passt nicht auf eine Seite. Schraubstock, Schraubstock, Schraubstock. Oh, eine Küche. Gar kein schlechtes Büro und schöner Ofen. Hintern wärmen. Ha. Aha, aha. Wir sind zwar schon ziemlich voll, aber es geht immer was rein. Also, die Information überhaupt war das jetzt nicht. Badesalz. Aber immerhin gab es ja einiges mitzunehmen. Ist der gleiche Hans? Ja, guckt er gleich? Nein. Ich kann ja mal wieder zumachen und den Riegel aufmachen. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Naja, der Draht, der kann uns egal sein. So, ich habe immerhin mal den Riegel aufgemacht. Gehst du jetzt wieder zu? Nö. Dann, ouch. Hier raus. Warum ist denn das so weiß? Mondschein? Was willst du da hinten sehen? Ich gehe mal hier dahinter, hinter den Grill. Soll das sein, ein Grill? Da sind zwei. Ein Mädel und ein Typ. Als ob der seine Medaillen verdient hätte. Ich hab doppelt so viel drauf wie der. Wie der, yeah. Doch, genau, da will ich hin. Sachen tragen. Hauptsache hier oben ist kein Strom. Ach, da sind wir raus und hier kann man rüber. Alles klar. Ich hab voll die Übersicht. Ganz ruhig, Magen. Du kriegst ja bald Essen. So öde. Gesundheit. Zu weit weg. Hier sind aber noch mehr, oder? Sind es jetzt bloß die da schwätzen? Es klingt, als ob direkt unter uns einer wäre. Gibt's hier was zum Werfen? Natürlich gibt's jetzt genau hier, wo ich was bräuchte. Nichts zum Werfen. Ich will die auf einen Fleck zusammenbringen. Muss ich jetzt extra ins Haus nochmal gehen und mir was holen? Ich will das so einfach, so Mana-sparend wie möglich machen. Auch wenn wir genug Mana haben. Ja, ich weiß. Oh, ich dachte, jetzt werden wir entdeckt. Die Musik hat auf einmal umgeschwungen. Hier gibt's auch nichts zu werfen. Ist doch gemein. Moment, was war hier gerade Schrift? Ach, die Tür. Hier gab's ja auch nichts, ne? Gefällt mir gar nicht. Hier gab's nix. Ich kann doch nicht wahr sein, dass hier nichts zu werfen gibt. War in dem Haus, da gab's Flaschen, oder? Da gab's Flaschen. Wo war nochmal der Eingang? Dachluke hier. Ja, genau. Ein Stockwerk tiefer. Ich will mir jetzt was zum Werfen holen. Hier eine leere Flasche. Hoffentlich reicht die eine. Ich gehe raus. Am Ende gehe ich da durch die Dachluke und lasse die Flasche da zerscherbeln. Und dann war das vielleicht die allerletzte Flasche und ich ärgere mich. Könnte sein. Also. Werde ich... Aha. Hier steht was rum, aber das kann man nicht werfen. Ist echt doof. Dann geht mal dahin. Verdammt! Was war das? Klang wie
gleich wieder da. Glasscherben. Vielleicht. Was ist hier los? Glasscherben. Oh, Glasscherben. Oh. Moment, sind das viele. Ich sehe mich da drüben um. Ja, lieber sicher gehen. Hm, Hauptsache die bleiben noch an einem Fleck. Will ich sie schlafen legen? Dann bin ich noch lieb, ne? Komm. Warum sagt er sowas? Das ergibt doch keinen Sinn. Kipp dir erst wieder später um. Ich habe ihn nicht geküsst. Gut. Was mache ich mit den anderen beiden? Hey, was war hier los? Ich war das nicht, falls du das sagen wolltest, aber ich würde sagen, dann sehe ich mal in der nächsten Folge zu, ob ich weiterhin komischerweise lieb bin. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss. Er ist nur bewusstlos. Na, zum Glück. Komm raus aus deinem Loch. Arschloch.